schnell in Sport zu tun. Und wir haben ein paar besinnliche Worte für euch. Wenn die Welt in Dunkelheit versinkt, die Menschen ohne jede Hoffnung sind und alles ringsum in Trümmer liegt, also fast so wie ein Kränken, dann verzagt nicht, Bürger von Solothurn, verzagt nicht. Wir beschützen euer Städtli. Unsere Waffen sind spitzer als der Yves Derdinger. Unsere Waffen sind giftiger als euer Bürgerwein und sogar ätzender als der Ötterli-Kaffee. Kurt, wir tragen deine Zentrumslasten. Entschärfen Kalorienbomben in der Souteria. Wir holen Kastanien aus dem Feuer von Kestelamuni und bewahren auch weiterhin Unschuld vom Heidi Grollimund. Dieser Stadt hier, dem ehrwürdigen Honolulu, wird es weder an Sicherheit noch an Robidog-Säckli fehlen. Wir sind die gewaltfrei operierenden, radikal peinlichen Superhelden Gorps. Von wem meistert ihr mir eine Dosis Kryptonit? Ich nach der Krüchze und umkatz, wenn ich der Schäche wecken sitzt. Und die Schatz am Matthausplatz, wo am Stolz kommt die Schweiz. Stör eure Augen Pose, sie jederzeit bereit. Und unsere jungen Hosen, sie sind Symbol für Gerechtigkeit. Und sagt sie mir für euch ein Superkorps, leider denn der Länder, wo wir alle zusammen. Nein, nein, nein.
Respekt, Frau von Suri, aber die Hungerhosen, die bleiben oben. Eine andere Superkraft von uns ist unser unglaubliches Sehvermögen. Wir sind die einzigen Personen, die in der Lage sind, der Pirmin-Bischof zu sehen, bevor man ihn gehört. Wir singen euch ein Vers. Und ihr alle, ihr wäret nicht ihr. Und wir wären nicht wir. Wenn wir euch den Vers nicht in einer speziellen Variante würden singen, nämlich dreistimmig, laut, falsch und mit Überzeugung. Das 93 lang, ein Solothurner. Zu weit. Gesolle-Turner, Artillerie-Verein, entsorgt die Gans. Nach dem Motto, fort ist gut, Kanonen auf der Schatz. Das können auch wir. Der Herr Ganzähne zum Beispiel ist schon aus der Primarschule geflogen. Der Herr neben ihm durch die Veloprüfung. Und meine Wenigkeit im so cool auf den Ranzen. Mir gehört viel Schlechtes über einen Niki Rust. Oft aber unterschätzt man den Einfluss vom Rust auf Sprach und Literatur. Das Wort rustikal zum Beispiel basiert ganz klar auf dem Verfalldatum von seinen Zutaten. Im Superkorpsland, dort wo wir herkommen, haben wir ein Lied über das geschrieben. Hört es an. Die Heilige gibt, wer unglaublich in Alpen es gibt, wer fürchtet ihre Herrenfusaland. Wieso haben die Keime Rinder, meistens mehr als sieben Kinder, und bei uns statistisch Frauen knapp gerade eins. Das ist nur bei uns ein Mann, der von dem Salat hat gehabt. Nicht mehr kann, und dann ist klar, gibt's eben keins. Wo Katholiken in den Grund über Führer wieder vor Kanonen stoßt. Er wird glatt in die Tare gesprungen, hat er vorher rausgefunden, dass schönes Baden wird in einem Fuß anlohnt. Er hat den Fuß heim zum Kind, wie sprach sonst preist die Adin. Und du landest als Salat beim Rustament. Aber Papi, Neig und Monchi, ausgibt jetzt mal eine Stocki. Für Salat beim Rust bin ich zu intelligent. Brot für Schreien, das ist ein Skandal.
nur schlecht. Der Nobelpreis bündet das sicher Taschenheit. Für einen Dynamitensatz gehört im Kader erst die Platz. Ah,